hier. Hier waren wir aber auch schon drin. Guck mal, was da liegt. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht unglaublich? Hier waren wir schon drin. Man lernt doch nie aus. Kann man sagen. Aber wir müssen diese Richtung. Hä? Wo kommen wir denn da hin? Da waren wir auch schon, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich überall war. Laut Pfeil müssen wir da lang. Das heißt, wir gehen da vorne mal rechts rum. Aber da waren wir schon, oder? Ja, natürlich, da war Sackgasse. Nein, doch. Egal, wurscht. Gehen wir da lang. Hier waren wir auch schon. Ja. Da hoch. Nicht mehr auf. Die scheiß Barrieren hier in Fallout 3, ne? Das haben sie ja in Skyrim haben sie das ja geändert. Da gibt es nicht mehr so viele Barrieren, da kann man so sogar über den Berg kraxeln. Ziemlich komisch, wenn du die Musik ein Stückchen runterdrehst. Nur ein Stück. Dann kommt keine mehr. Das ist unglaublich. Weil die Musik doch ein bisschen laut war. Und hier sind wir wieder beim GNR, oder? Ist das GNR? Es ist GNR. Ich bewege mich im Kreis. Was soll der Scheiß? Da liegt ein Teddybär. Und Blechdösen. Hier ist noch so ein Drum. Bleirohr. Naja, kann ich zum Reparieren benutzen. Ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Naja, Flipboard und Schachtelkippen. Friendship. Brickbeschwerer. Hier waren wir auch schon hin. Ja, ja. Ich will hier raus, aber ich will an einer anderen Stelle raus. Ich will hier nicht durchlatschen. Also das ist wirklich keine Hilfe, ne? Also wirklich, also Gleisnägel, Metro-Ticket brauche ich nicht, leer. Den Mutanten hier liegen. Obwohl, das sieht eigentlich in jeder Metro sieht genauso aus. Ja, überall die Scheiße auf den Gleisen. Das ist klar. Wenn wir wissen, wo das Zeug herkommt, von der Decke kann es ja nicht kommen. Da fehlt ja nichts. Komisch. Hier liegen die Kakerlaken rum. Ob ich davon nicht durchkomme? Viele Wege führen nach Rom.
genauso viele wieder zurück. Die haben wir schon nackig gemacht. Ja, wir fehlen auch die Beine. Das heißt, wir haben saubere Arbeit geleistet. Zeigt aber in die Richtung. Das ist sehr schön. Gefällt mir. Ja, ja. Ödland der Hauptstadt. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Sag mal, spinnst du oder was? Dankeschön. Ach, jetzt sind wir hier gelandet, okay, wieder mal. Ich bin's, deine Mutter. Was hast du nur dabei? Ein Springmesser, eine Rakete, eine Steppenrisse und den Tic-Tac. Den Tickhelm. Ja, Sahnenvogel, was ist das eigentlich? Zerreiß dich in Stücke! Ja, genau. Und wir haben noch was Rotes auf der Karte. Ach, da hinten. Wo war's? Hier war's. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir haben doch da unten letztes Mal den Ding gerettet, oder? Erzähl mal. 7 Wohnkorken, die Pistole, die Schuss und das ganze Tralala. Naja. Wie man sieht, wir sind überlastet. Statistikmäßig alles in Ordnung. Nein? Ja, ja. Sowas in der Richtung habe ich mir schon gedacht. Die Blasmeisterrüstung. Den Tic-Tac-Helm, den Helm noch mal hier. Oh, der Teddybär. Wieso komme ich jetzt mit der Maus? Ach, die Maus wieder. Die Steppenrüstung. Waffenmäßig chinesisches Gewehr Bleirohr, 32er und Repair-Tool. Naja, dreistrahlig. Das ist Geld. Das chinesische. Wie jetzt? Kann ich doch gar nicht mehr reparieren. Ist doch alles. Naja, was. Raketenwerfer. Noch ein Raketenwerfer, genau. Kampfmesser, Jagdwinde. Meine Waffe noch repariert? Das Scharfschützgewehr. Dann haben wir noch ein paar Sturmgewehre dabei. Und den Superhammer auch. Das Springmesser. Ja, wo springt das denn? Und ein Kampfmesser haben wir auch noch. Achso. Da fragt sich meiner einer, wie kann man eigentlich nur mit dem Springmesser durch die Gegend rennen? Hä? Wie soll das funktionieren? Gehen wir mal die Richtung. Bin ich eigentlich? Ne, ich bin nicht im Schleichmodus. Müssen aufpassen, hier laufen Mutanten rum. Wo laufen hier keine Mutanten rum? Eigentlich überall. Eigentlich überall.
doch wehtun. Ey! Da hinten stand doch einer. Nur Raketenwerfer, ich hab's gewusst. Ich habe jetzt keine Zeit zum hier Stimpack Elektroladetal. Oh, Blutpaket auch. Was hast denn du dabei? Gatling Laser, Elektronikladenteil und Blutpaket. Rock Creek, Höhle von Rock Creek entdeckt. Auch nicht schlecht. Dann haben wir den hier oder die. Ihn hier. Ein Springmesser. Raketen. Die Sadistenrüstung. Wenn Spaß macht. Wie kann man nicht nur mit so einem Zeug durch die Gegend rennen? Was hat denn der dabei? Alles, was ich gebrauchen kann. Grundkorken, Steppenrüstung, Rakete, Raketenwerfer und Springmesser. Ja, ja. Habe ich gerade gesagt, brauchen kann? Nee, nicht wirklich. Aber gut verkaufen. Das war's dann aber auch. Auf mich schießt ihr nicht mehr. Ich schwöre jetzt schon. Da liegt, oh, erste Hilfe. Stimpack und Retterway. Druckkochtopf, oh, Munition. 32er, 556er. Oh, Kullautobahn. Depot der Nationalgarde. Energiezellen. Und Altmetall und Energiezellen. Und zwei Colas und eine Nuka-Cola Quantum wieder. Jawohl. Da hinten geht's glaube ich nicht mehr weiter, ne? Da hinten ist eine Sensorschicht im Schacht. Ich weiß es nicht mehr. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Auf jeden Fall schlummert hier noch ein Raider, den wir gerade eben platt gemacht haben. Schade. Den Ding hätte ich gebraucht. Egal. Naja, kann man nicht ändern, das ist einfach so. Wenn man jemanden mit dem Auto platt macht, dann kriegt man dafür keine Punkte. Man muss ihn also mit der Waffe erschießen. Egal mit welcher. Aber wenn man das Auto trifft und das Auto den Gegner platt macht, kriegt man nichts für. Keine Erfahrungspunkte. Schade eigentlich. Das wären bestimmt 10 Punkte gewesen, die wir gekriegt hätten. Wenn. Jetzt ist natürlich die Frage. Ah. Und wieder ein Punkt mehr auf der Liste. Sehr schön.